So, hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video, Thrive Architect Tutorial Deutsch, Landingpage erstellen, bearbeiten und alles, was es damit auf sich hat. Was kann man damit machen? Darum geht es in diesem Video. Das will ich dir jetzt zeigen. Und wir gehen als erstes mal hier in mein Backend. Das ist hier das Backend meiner Installation für Thrive Tutorials. Und legen erstmal eine neue Seite an. Wir gehen auf Neue Seite erstellen. Und ich gebe hier den Titel ein und nenne die ganz schlicht und einfach Landingpage. Dann auf Launch Thrive Architect. Und wir kriegen dann vier Auswahlboxen angezeigt. Normale Page anlegen, Blank Page with Header und Footer. Completely blank. Aber wir uns interessiert jetzt hier und heute die Pre-Built Landing Page. Und ich habe zurzeit das Expert-Theme habe ich installiert und will aber jetzt einfach mal, ich will vom Omni-Theme eine Landingpage nehmen. Und dann gucke ich mir was an, was mir da so gefällt. Und ja, da gefällt mir schon mal die hier, Personal Branding Homepage, und ich sage Apply Template. Und was jetzt erstmal passiert ist, und das ist mal ein kleiner Exkurs zu Landing Pages haben nur eine Aufgabe. Ja, wenn der Besucher draufkommt, dann heißt es friss oder stirb sozusagen. Er kann nur eine Aktion ausführen, und das ist entweder sich eintragen für deinen Newsletter, beziehungsweise sich ein Freebie runterladen, also irgendein PDF oder eine Checkliste. Also sich entweder eintragen für deinen Newsletter oder um etwas zu kaufen. Für etwas anderes ist die Landingpage nicht gedacht. Solltest du, man kann sie natürlich zweckentfremden, ist klar. Und wenn du eine Landingpage hast und bietest darauf was an, dann auf gar keinen Fall zwei, drei, vier Produkte oder mehrere Sachen, sondern leg für jedes Produkt eine eigene Landingpage an. Denn schon zwei, drei Produkte verwirren den Besucher und er weiß nicht, was er tun soll und verschwindet vielleicht, weil er sich nicht entscheiden kann. Das gibt ihm keine Möglichkeit, sich zu entscheiden, außer sich einzutragen oder die Seite zu verlassen. Darum hat eine Landingpage, wie du hier jetzt siehst, oben auch keinen Header. Und wie wir hier unten sehen, auch kein Footer. Du musst allerdings bei einer Landingpage auf jeder Seite Datenschutz und Impressum drin haben. Das ist gesetzlich so geregelt. Und das ist erstmal das eine. Hast du dir jetzt eine ausgewählt und sagst, nee, gefällt mir nicht so, ich hätte doch lieber was anderes, dann kannst du hier einfach auf die Wolke gehen mit dem Pfeil und sagen, Change Template. Und kannst hier nochmal drauf gehen und kannst ein anderes Template wählen. Aber Warning, wenn du die Seite, das Template änderst, dann gehen alle Änderungen verloren. Das ist wie ein praktischer Neustart. Also darauf auf jeden Fall achten. Darum klicke ich das hier jetzt weg, lasse das so. Und wir sehen hier, wir haben eine Landingpage und wir haben hier die Möglichkeit, uns einzutragen, Free Download Guide. In dem Fall ist es ein Guide, ein Ratgeber wohl. How to get, hier ist der Nutzen, without pain, den Schmerz, ne? Wie du das und das erreichen kannst, ohne dass du das und das machen musst, sozusagen. Ja, hier kann derjenige sich eintragen, das ist der Ziel und Zweck der Landingpage. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wir können hier oben erstmal. Die Font ist nicht das, was ich eingestellt habe grundsätzlich, aber man kann hier sagen, ändern. Also entweder ist hier es eingestellt, übernimm das, die Font eingestellt vom Theme, das eingestellt ist. Wenn du das nicht möchtest und eine eigene Einstellung haben willst, nimmst den Haken raus und dann siehst du, hat sich die Schriftart wohl nicht verändert. Doch hier ist jetzt Urbanist. Und das ist auch Urbanist, aber es hat sich die Schriftgröße geändert. Manchmal ändert sich dann eben auch die Schrift. Und dann kannst du hier Edit Landingpage Typography, kannst du das aufrufen. Allerdings nur, wenn du den Haken rausgenommen hast hier, ja.
hast den Haken jetzt draußen, dann kannst du hier sagen Edit Landingpage und dann kannst du hier die Typografie ändern. In dem Fall würde ich hier eintragen, ich habe das Custom Fund Plugin eingebaut. Ich würde hier die Rubik 500 nehmen, sagen Close und dann hätte ich hier auch schon eine serifenfreie, eine serifenlose Schrift für die Überschriften. Wie man hier sieht, das andere ist noch Serifenschriften, aber es geht jetzt nicht um die Schriften. So, das wäre hier möglich und dann ist als Default eingestellt der Farbe, ja die Farbe, die du in deinem Theme eingestellt hast, die wird hier natürlich gleich übernommen und den Default kannst du hier ändern oder kannst hier auf voreingestellte Farben gehen. Du kannst zum Beispiel dieses Rot nehmen, das ist, dann hast du ja auch gleich die Buttons in Rot. Und auch das hier hat sich verändert. Und gehst du wieder auf Default, zack, dann ändern sich auch hier wieder die Farben. Global natürlich. Das ist die eine Sache. Dann, wenn du jetzt sagst, okay, ich suche aber nur ein neues Layout für eine neue Seite, will den nicht anlegen, sondern nehme das als Ausgangspunkt für eine normale Seite mit Header und Footer, auch das ist kein Problem. Dann gehst du einfach hier auf das Zahnrad. Gehst oben auf Global Settings und sagst Header, hier steht No Header Added, klickst einfach drauf und schon wird dein Menü, dein Header übernommen. Das gleiche kannst du auch natürlich für dein Footer machen. Klack, springt runter und er übernimmt den Footer, der voreingestellt ist. Genau. Und dann hast du eine weitere Möglichkeit, das ist, du kannst sagen, Landingpage Settings, Export Landingpage. Angenommen, das ist die zweite Webseite, auch mit Thrive Themes, Thrive Theme Builder, Thrive Architect. Dann kannst du hier jetzt die Landingpage exportieren und natürlich auch, hier ist auch Import, importieren auf der anderen Seite. Das geht dann folgendermaßen, du klickst einfach drauf, ne? Template. Ich nenne das jetzt einfach nur Landingpage, weil sie ja so heißt. Ich sage Download File. Und all change successfully. Und da siehst du hier oben ist das Ding auch runtergeladen worden als ZIP-Datei. Genau. Und gehen wir jetzt auf Save and Preview. Und ich rufe meine andere Seite. Habe ich eine Beispielseite noch irgendeine? Ja, die hier, die habe ich aber gelöscht. Jetzt müsste kommen 404. Jawohl. Da kann ich also mal abschießen. Dann habe ich hier noch eine. Das ist eine ältere Sache. Das habe ich hier jetzt geändert. So, längst geändert. Die existiert auch nicht mehr. Das ist jetzt eine normale. So, jetzt angenommen, das wäre jetzt eine Seite, auf der du eine Landingpage laden willst. Dann kannst du einfach drauf gehen und sagen, Edit with Thrive Architect. Das ist die Möglichkeit und kannst sagen, Import Landingpage und das steht hier als Warnung, wenn du die Seite überschreibst, also den Content, dann wirst du den ganzen Content verlieren. Bist du sicher, dass du fortfahren willst? Wir sagen okay. Und hier habe ich schon mehrere hochgeladen gehabt, und dann geht man hier auf Datei hochladen und wählt sich dann hier Thrive Landingpage aus, öffnet die. Da wird die eingeladen und dann kann man sagen, nun Thrive Landing Page Import. Und das werden wir jetzt aber nicht machen. Ich habe dir nur den Weg gezeigt, weil das Ergebnis wäre ja genau dieses hier. Dann ist noch wichtig zu wissen, wenn du eine Landing Page importierst und die hat einen Header gehabt, ja, also einen Header, in dem Fall hier den hier, der wird mit exportiert und auf deiner neuen Seite mit hochgeladen. Und auf deiner neuen Seite hast du ja einen ganz anderen Header, ein ganz anderes Menü. Und da kannst du dann hinterher ins Backend gehen, das, was ich auf jeden Fall machen würde an deiner Stelle. Und unter Thrive Dashboard gehst du auf, das vergessen viele und müllen sich ihr Backend zu, also ihre Datenbank auch. Dann kannst du hier reingehen und sagen Headers. Und dann siehst du hier, habe ich hier einen, der importiert wurde. Default Header, nein, hier ist jetzt keiner. Hier würde dann aber jedenfalls ein Header auftauchen, wo dann steht, von dem und dem
importiert. Ja, wäre also importiert und das kannst du dann, weil du siehst, hier sammeln sich ganz viele an, kannst du dann ganz einfach löschen, weil das würde einfach deine Datenbank zumüllen. Das muss nicht sein. Genauso ist es mit dem Footer, der würde auch importiert. Und hier siehst du zum Beispiel, so würde es aussehen: Default Footer for Shapeshift Theme imported. Ja, der ist importiert, erscheint dann auch auf der importierten Seite und hier auch imported. Die werde ich erstmal gleich löschen. Ja, löschen. Und hier Default Shapeshift imported auch löschen. Ja, die haben dann nichts verloren. Wenn du dich dann mal wunderst, wieso habe ich einen ganz anderen Footer da, dann liegt das daran, dass der importiert wurde. Und wenn das der Fall ist, dass du einen importierten Header hast, gehst du einfach hier drauf, klickst auf Footer und sagst Change Footer. Und dann siehst du deine Saved Footers, deine abgespeicherten und gehst auf Default Footer. Den Default Footer, das ist der, der global auf allen Seiten deiner Webseite angezeigt wird. Genau. Das machst du da. Farben und Fonts haben wir eingestellt. Header und Footer eingebunden. Entschuldigung. Und Landingpage ändern. Das machen wir jetzt nochmal. Angenommen, ich will jetzt wirklich eine andere haben. Dann gucken wir mal, was passiert mit unserem Header. Ich will jetzt mal vom Yaya-Theme einen nehmen. Personal Brand oder hier About the Author. Die will ich jetzt ersetzen. Und jetzt schauen wir mal, ob der Footer bleibt und der Header. Und richtig, er bleibt. In dem Falle, wenn wir einer Landingpage schon einen Footer zugewiesen haben, können wir den, wird der, bleibt der hier oben. Wir müssen aber reinklicken und jetzt sagen, Inherit Content Size from Layout. Also übernimm die normale Layout-Einstellung. Und das Gleiche müssen wir auch unten beim Footer machen. Ja, in dem Fall passt es. Aber trotzdem steht hier nicht Inherit Size for Content Layout. Und das müssen wir nochmal übernehmen und dann auf Save Work gehen. Genau. Und ja, hier hast du auch wieder die Möglichkeit, dich einzutragen. Ist klar, das ist halt Sinn und Zweck der Landingpage. Genau. Gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Nein, das war's. Alles wurde erwähnt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte gerne einen Daumen nach oben da und ja, abonniere den Kanal. Also alleine heute, das ist jetzt das dritte Video, was ich gemacht habe. Letztes Wochenende habe ich 5 Videos gemacht, also es gibt laufend frische Videos. Würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Wäre mir eine Hilfe und für dich auch. Es gibt vielleicht bald, es gibt also auf jeden Fall weitere zu Thrive, zu WordPress. Und wahrscheinlich demnächst auch zu E-Mail-Marketing, wenn dich das interessiert. Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg mit deiner Website und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video und tschüss.